Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es aufregend, denn Danny zeigt euch seine Drogeriefavoriten. Also keine. Wir haben einige spannende Produkte hier für euch und ich glaube, es ist nochmal was ganz Besonderes, wenn Danny, der sich nicht schminkt, euch zeigt, was er gerne benutzt, und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, ich habe so ein richtig elendiges Katzenhaar im Auge. Ich sehe keins. Ja, ich sehe nichts mehr. Freunde, ich bin auch wieder da und ich habe was mitgebracht. Ja, was denn? Ja, wir werden heute was Tolles machen. Ja, Drogeriefavoriten. Ja, wir werden hier die Drogeriefavoriten testen, aber es ist noch ein zweites Video online gekommen, nämlich auf meinem YouTube-Kanal. Maxim verlinkt euch den hier oben irgendwo. Dort müsst ihr alle mal rüberkommen, denn dort benutze ich die neueste Kollektion von Maxim und Rossmann von Reval Loves Me, ja. Und da bin ich dabei, mich ordentlich zu schminken, und ihr habt auch die Möglichkeit, was richtig Cooles zu gewinnen. Ihr müsst dafür diesen Kanal abonnieren, meinen Kanal abonnieren, und dann werdet ihr ein Überraschungspaket der Gewinner zumindest, oder die Gewinnerin, ein Überraschungspaket bekommen mit allen Produkten, die Maxim so hat. Etwas davon. Oder alles? Nein, nicht meine Schminksammlung, aber alle Produkte, die ich jemals rausgebracht habe. Ist da alles drin? Alles. Alles. Ja, dann würde ich sagen, kommt alle mal schnell zu mir rüber und lasst ein Abo da und guckt euch das Video an. Ich bin gespannt, was du uns zu zeigen hast. Ja, also ich wurde hier in dieses Video eingeladen mit dem Wissen, ich soll alles mal so mitbringen, was ich nutze. Mhm. Und da wollte ich dann doch so meinen Computer und alles mit runterbringen. Maxim meint, nein, deine Favoriten. Ja. Da habe ich mir überlegt, was meint der denn, meine Favoriten? Meine Lesezeichen? Habe ich nicht verstanden. Nee. Also, ihr kennt ja meine Drogeriefavoriten, die sich ja regelmäßig auch ändern, immer weil alles, was ich regelmäßig benutze. Schneidest du hier deine Fußnägel? Nee, das ist für die Nagelhaut. Alles, was ich so benutze, aber Danny ist ja ganz anders als ich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ganz viel Liebes. Also, man muss dazu sagen, jetzt, wenn ich mir das hier so anschaue. Das ist ziemlich traurig. Es ist. Okay. Wir haben sogar ein bisschen Make-up mit dabei. Ja, also ich nutze Tatsache hier ganz gerne den... Den zeigen wir euch zum Schluss. So. Dannys Make-up-Favoriten kommen später. Okay. Okay, zeig uns, was du hast. Erklär uns vor allen Dingen, warum du es magst. Also es wird auch so richtig mein Video. Ich merke das schon. Ich habe richtig eine Aufgabe. Sind ja, okay, habe ich verstanden. Habe ich zuerst nicht verstanden. Also wir fangen mal an, wenn man... ihr wisst das ja selbst, wenn man ein bisschen... Ne? Also ihr kennt das ja selbst, wenn man mal ein bisschen sich erfrischen möchte. Ich nutze folgendes Deo von der Firma Duff. Ich bin ein sehr Duff-kräftiger Käufer. Ich nutze dieses Deo. Huch, das ist ein Pflegedeo ohne Alkohol, ohne Transpirante. Ja. Was heißt? Ohne Schweißbildung. Das nehme ich ja ein Deo. Ja, aber es gibt ja auch Antirespirant, was weiß ich. Dann stinkt man trotzdem? Ja. Gut. Also, jedenfalls nehme ich ein Deo, wo ich nicht stinke. Aber auch nur das, ne? Ich nehme auch schließlich nur das. Nur ja. Das. Ja, aber ich stink ja nicht. Nee, du stinkst wirklich nicht, auch wenn du keins benutzt, aber du nimmst kein anderes. Nein. Das Ganze, ich habe mich neulich verkauft und das war das Falsche. Es gibt ein Deo im Spiegelschrank, der hätte ich letztens gekotzt, weil da... Das war kein Deo. Was war das? Was war das denn da? Nutella? Nein, das habe ich gekauft vor dem Umzug, also als wir hier reingezogen sind, hatte ich meine Sachen noch nicht mit. Und ich habe das gesehen, das war irgendwas mit Ananas, Kokos oder so. Kokos, es hat gestunken wie die Füße. Schrecklich, wirklich, wirklich schrecklich. Ja. Mochte ich gar nicht. Also, und seitdem steht es unbenutzt im Schrank. Danach bin ich dann erstmal duschen gegangen, weil ich so gestunken habe nach dem Deo. Unerträglich. Wir sollten es wegschmeißen. Ja. Oder damit Nachbarn bewerfen. Was ganz spannend sein könnte, weil ihr entweder Söhne, Männer, Väter oder andere Personen haben, die sich vielleicht nicht schminken oder auch rasieren, dein Rasierer. Das ist nämlich auch mein liebster Rasierer. Ich rede aber hier selten über Make-up. Also rede ich drüber. Ja. Und zwar, das ist der One Blade von der Firma Philips. Den gibt es zum Beispiel auch bei Rossmann. Der ist perfekt, um hier Konturen zu schneiden. Ihr seht das ja, mein Bart hat eine relativ gute Schnittkante. Und das schafft ihr mit dem One Blade von der Firma Philips relativ gut. Ja. Ja. Der Akku hält gut. Die Rasierklingen sind ein bisschen teurer, aber die halten wirklich ewig und ohne eingewachsene Haare. Da sind keine Haare drin? Wenn man sich nass rasiert, dann kriegt man ja schnell so eingewachsene Haare. Weiß ich nicht, ich rasiere mich nicht nass. Genau. Ich habe Danny was Neues mit. Also, sagen wir es so, ich erkläre euch, wie es hier läuft. Ich gehe... Jetzt wisst ihr, wie es hier in dieser Partnerschaft läuft. Maxim sagt, wir sind glücklich. Ich gehe ja regelmäßig, fast täglich, in die Drogerie und schaue natürlich auch immer mal, was es vielleicht für ihn gibt. Und ich habe etwas gefunden, weil ich der Meinung bin, dass du auch ein bisschen Feuchtigkeitspflege im Gesicht brauchst, zusätzlich zu dem, was du hier hast. Und ich habe ihm das mitgebracht und das mochte er gerne. Was ist das?
Das ist von Rossmann, von Isana. Das ist das neue Overnight Moisture Serum. 5% Niacinamid und 5% Glycerin. Weil... Jetzt laufe ich schneller mit Glycerin. Ja, weil es ist halt sehr leicht. Denn die ist sehr empfindlich. Denn die ist halt sehr schwer. Und wir machen das auf die Haut von denen, damit er ein bisschen leichter ist. Nein, du hast eine sehr empfindliche Haut. Naja, okay. Schon. Naja, pickelfrei. Also ich möchte eine Sache, da muss ich nochmal erzählen. Ist schon viele, viele Jahre her. Da waren wir, haben wir uns gerade kennengelernt. Und dann dachte ich, machen wir mal einen Beauty Day. Und dann habe ich ihm eine Maske aufgetragen. Wirklich das harmloseste, was es gab. Eine Aloe Vera Maske. Die Maske war 20 Sekunden auf seinem Gesicht. Vertrag das nicht. Er sah aus, als wäre... Mit Ankündigung aber. Ich habe dir gesagt, ich vertrag so ein Chemiezeug nicht. Also das war wirklich katastrophal. Und seitdem ist er von jeglicher Maske ferngeblieben. Das außer von Batman-Masken, die tragen die trägt er sehr gerne, ja. Okay. Ich habe so ein kleines Cape und da müsst ihr vorstellen, ich höre dann immer illegalerweise den Polizeifunk ab und setze mich dann auf mein Fahrrad und fahre durch die Nachbarschaft. Okay, was magst du noch gerne benutzen? Ich habe Tatsache mal ein Parfüm aus Not gekauft, weil das jetzt nicht so teuer war. Das ist das Mustang Performance Parfüm. Das hat gar nicht so schlecht gerochen. Das ist toll. Ne? Ich mag das sehr gerne. Das riecht sehr herb, ist ein Eau de Toilette Pour Homme. Mhm. Weil ich halt selber Mustang fahre, fand ich das halt sehr treffend. Ich weiß nicht, ob es Original Ford ist. Nee, das doch, ist, steht ja, drauf. Ja, aber das ist ein Lizenzprodukt. Aber da steht Ford ja, mit ein Logo Lizenzprodukt. Drauf. Was heißt das, das? Also, es ist ja so. Ist von Ford. Ford hat es. Ist von Ford, es steht Ford drauf und Mustang. Ja, aber das riecht wirklich sehr, sehr gut und hat, glaube ich, 9 Euro gekostet. Das hast du gekauft. Das habe ich gekauft, glaube sogar bei Action. Ich glaube sogar. Es gibt immer noch ein anderes sind. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwo rieche, muss ich an dich denken. Ich glaube, wir haben das wirklich gekauft, als wir hier eingezogen ja. sind, ne? Ja. Ja. Das war bei dem, weil ich das gesehen habe und den Mustang drauf gesehen habe und dachte, das ist was für dich. Und ja, dann war es sogar gut, man konnte es nicht riechen. Und die Alternative ist von Tom Ford, das nutze ich auch ganz gerne. Haha. Wie? Ford und Tom Ford. Ja, ein Zufall. Ja, nee, das finde ich auch ganz schön. Ich habe auch Spice Bump. Mhm. Das nutze ich ganz gerne als Parfüm. Das weiß ich aber nicht, ob es bei Rossmann gibt. Nee. Doch, kann sogar sein. Tom Ford gibt es auch nicht bei Rossmann, aber ich wollte es mal mit reinnehmen. Weil das okay. ist, also, weil ich ja sonst nicht so viel habe. Das ist Dennis Duft. Ja. Für mich. Ja, das kann ja. sein. Okay. Ist es so? Ja. Ja. Ja, das ist so. Okay. Okay, dann habe ich hier meine ein Streitthema Nummer 1 in unserer Partnerschaft. Maxim ist es ja nie gewesen. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Katzen sich immer so ein bisschen mit dieser Creme pflegen, weil Maxim ist es ja nie gewesen. Ich habe diese Creme. So ein Napf hält bei mir 3 Jahre. Ja, ich nutze ganz selten mal was für mein Gesicht. Es ist wirklich sehr, sehr selten. Aber wenn ich sie dann brauche, es gibt so Gründe, da brauche ich die dann, dann ist die immer so leer, dass ich mit einem nicht vorhandenen Fingernagel vielleicht ein bisschen rauskratzen kann und mir das dann so ein bisschen aufs Gesicht verteilen kann. Wir gehen ja sparsam damit um. Und wenn ich dann Maxim frage, so sag mal, Maxim, ich habe ja hier vor einem Jahr eine neue Creme gekauft, die ich ja nicht benutzt habe. Wieso ist die denn schon wieder leer? Ich war das nicht! Du warst, sie ist doch leer. Na, das habe ich aber nicht, benutzt es doch gar nicht. Dann mache ich, naja, klar, zum Abschminken. Nee, ich habe nichts gemacht. Vor allem zum Abschminken. Ich weiß nicht, was du damit machst. Und jetzt ist ja hier der Beweis. Ihr seht es alle, guck mal, wie voll sie jetzt wieder ist. Und sie ist jetzt aber auch schon wieder deutlich leerer. Und du kannst mir nicht erzählen, dass ich das war. Na, ich nehme mir halt ab und zu. Aha. Wir haben unsere Abendroutine. Dann gehe ich ins Bad, putze mir die Zähne, wasche mir die Hände und dann muss ich sie mir aber eincremen und dann... Ja, also doch mit meiner Creme. Aber nicht jeden Tag. Ist doch egal, du machst sie leer. Ich mache sie nicht Ach so, leer. Dann sind es doch die Katzen. Ja, ich glaube auch, dass die Katzen immer mal cool. so ein bisschen... Also das ist die Nivea Care Creme. Ich mag den Duft sehr gerne. Ich darf sie ja nicht reinhalten. Doch, nee, brauchst du nicht reinhalten. Brauche ich nicht. Ja, ich habe die ganz gerne. Das ist die milde Pflege. Die benutzt du im Gesicht? Da, wo sie benötigt wird. Okay. Also ich habe, also ja, das ist so eine Sache, wenn ich mal so trockene Stellen oder sowas habe, vom Rasieren oder so, nehme ich die eigentlich ganz gerne. Mhm. Ja, dann geht es weiter mit Duff. Es ist so ganz verrückt. Also ich bin wirklich so, ich glaube, das habe ich von meiner Mutter übernommen, weil die auch so eine Duff-Jüngerin ist. Sagt man Jüngerin? Ja, ne, kann man sagen. Das ist nämlich das hier. Das ist hier die Duff Body Lotion Hydropflege für pflegeleichte Haut. Also eigentlich nicht für mich, weil meine Haut ist ja laut dir nicht so pflegeleicht. Aber die nehme ich ganz gerne. Und hier, der Geruch ist halt wirklich... Ich bin tatsächlich echt kein Duftfreund. Es gibt ja so den Nivea-Duft, den mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag den Duft wirklich gar nicht. Ja, aber dafür riechst du halt auch wirklich immer nach so viel anderem komischen Zeug, wo ich mir denke... Also ihr wisst es ja, ne? Duft ist ja immer ein Speicher. Und bei Maxim, du kriegst ihn nicht gerochen. Du kriegst es nicht hin, du hast keinen Duftspeicher. Du riechst immer anders. Ja. Ja, aber ich entscheide ja natürlich auch täglich, wie fühle ich mich. Fühle ich mich heute zum Beispiel ein bisschen aquatisch? Und dann stinkst du.
Nee, dann nehme ich... Also. Nein, was du nicht magst, ist, wenn ich so ein bisschen nach Oud und Sandelholz rieche. Was ist denn Oud? Oud ist so ein bisschen arabisch, ein bisschen... Ich würde gar nicht sagen, dass ich das nicht mag. Was ich nicht mag, wenn so penetrant einfach schon in den Augen brennt, dass ich das Gefühl habe, dass ich so CS-Gas ins Gesicht bekommen habe, wenn Maxim an mir vorbeiläuft. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kriege Atemnot. Ja, ja, aber ich muss dazu auch sagen, ich übertreibe auch sehr, sehr gerne mit Parfum. Weil stimmt, da sind wir uns einig. Ich liebe Parfum, ne? Bisher. Ich werde unbedingt ein Parfum irgendwann rausbringen. Ich habe 3 Stück schon fertig in meinem Kopf. Ich bin bereit, aber ich liebe halt verschiedene Düfte und ich trage niemals jeden Tag den gleichen Duft. Kann ich bestätigen. Ich habe, glaube ich, 30 von Larisé und 20 High-End-Düfte, also normale Parfümerie-Düfte. Und jeden Tag was Neues. Weil manchmal wache ich, also ich trage auch nicht jeden Tag Parfum, ne? Immer wenn ich nur das Haus verlasse. Weil zu Hause brauche ich das auch nicht. Aber manchmal fühle ich mich zum Beispiel, wenn es draußen super warm ist, dann will ich nicht auch noch nach Wüste und Sandelholz und Oud riechen, sondern dann möchte ich eher ein bisschen... Wonach riecht denn Oud? Ja, das riecht so. Das ist so ein bisschen nach Oud. Ich weiß, aber das ist ein bisschen süßlicher. Ich weiß. Ich nehme hier was anderes. Ach, ich darf es nicht in die Kamera halten. Ich habe hier noch was anderes von Duff. Das reichhaltige Pflege-Shampoo. Ist kein Shampoo, ne? Ist eine Pflegedusche. Ja. Ja. Bei mir ist es so, ich weiß nicht, fragt mal eure Männer zu Hause, bei mir ist das so, es gibt für mich nicht Shampoo und was ist das andere? Duschgel. Duschgel, es ist für mich dasselbe. Ich nehme das für das und das für das. Vielleicht habe ich deswegen auch so wehendes Thomas Gottschalk-Haar, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es dasselbe, Tatsache. Ich sehe da nicht so die großen Unterschiede. Ich finde es halt, was für hier gut ist, ist auch für hier gut und was für hier gut ist, ist auch für hier gut. Oder? Sehe ich jetzt anders, aber ist okay. Das ist halt so eine Cremedusche, ne? Die ist, also ich habe die auch schon mal probiert. Kannst du auch für die Haare nehmen. Ja, für die Haare finde ich sie zum Beispiel, da werden die Haare fettig von. Deine Haare werden fettig. Ja, davon werden meine Haare fettig. Es schäumt halt nicht. Ja, vor Wut, wenn wir so weiterhin so schlecht darüber sprechen. Wir kommen zum Make-up und da ist Dannys Beauty-Routine ist ausgefuchst. Muss man wirklich sagen, da ist Danny schon ein bisschen Beauty-Guru geworden. Er hat nämlich eine Technik entwickelt, die für sich sehr, sehr gut funktioniert und seitdem auch für mich. Also ich kombiniere Tatsache meine Nivea Care Creme, wenn ich wirklich mal Make-up auf der Nase zum Beispiel brauche, wenn ich da irgendwie mal rote Stellen oder so habe, nutze ich Tatsache die Nivea Care Creme als Grundierung, ja, wie so eine Tapete, so wie wenn ihr jetzt so einen Anstrich in eurem Zimmer macht, ja, dann ist das die Grundierung, das kommt dann quasi auf die Haut, das lasse ich quasi nicht einziehen, aber es darf halt nicht zu dick sein, also ihr solltet da nicht so einen Strich machen können, ja. Und dann kommt von der Firma Fenty Beauty ein Puder, welches ich nutze und dieses Puder wird dann quasi auf die Cremestelle raufgepudert. Creme, und das ist dann wie eine Foundation, die sich ins Hautbild einfügt. Das ist legendär. Vielleicht sollte ich der nächste Make-up-Guru werden. Ja, also das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das ist die Soft Matte Powder Foundation. Ich hatte die ja auch schon mal benutzt und ich hatte die als Foundation benutzt. Und bei mir gab es dann nicht nur Fallout, nicht nur Kickback, sondern auch, sie hat oxidiert. Was hat sie? Oxidiert. Bei mir ist kein. Weil das ist die Farbe 190. So. Und das ist ja offensichtlich auch nicht Dannys Hautfarbe. Aber die oxidiert 2 Nuancen und dann passt sie perfekt. Und du siehst es nicht. Und gerade in der Kombination damit. Und dann hast du noch das hier. Ja, dann nehme ich hier noch diesen Schwamm. Den hier. Und damit tupfe ich das dann über. Also ich nehme nicht dieses Pad, was da mit drin ist. Ich nutze tatsächlich immer so einen Beauty-Blender und gehe damit dann so drüber. Oft nutze ich es nicht, aber manchmal, auch wenn ich jetzt einen schweren Tag hinter mir habe, Maxim mich besonders hart geärgert hat und wieder meine Näpfchen alle gemacht hat, dann nehme ich tatsächlich das ganz gerne. Man kann damit auch super die Augenringe kaschieren. Aber was mein Problem mit dieser Creme ist, dass wenn ich das zu nah ins Auge mache, also tatsächlich hier, dann tränen mir die Augen nach einer halben Stunde. Dann fühle ich mich auch nicht so wohl. Also ich würde quasi unter den Augenring damit arbeiten. Also für Augenringe ist es dann damit auch nicht gedacht. Das sind halt die Duftstoffe, ne? Mm. Du bist sehr empfindlich, was Duftstoffe angeht. Ja. An den Augen zumindest. Auch von der Nase und vom Übelkeitsempfinden her. Ja. Ja. Ich vergesse nicht jetzt auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Wenn ihr lachen wollt. Wenn ihr lachen wollt. Ich habe Maxims Palette ausprobiert und ich muss euch wirklich sagen, na... Das und natürlich am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinnspielrichtlinien findet ihr hier unter dem Video. Kanäle abonnieren, das wird super werden. Freunde, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe euch alle Produkte eingeblendet. War nicht ganz so aufwendig dieses Mal. Aber ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und vielleicht ist euer Mann, euer Sohn, euer Vater genauso. Das ist ein Ventilator. Was hast du denn hier für Spielereien mit? Damit fixiere ich mein Fixing-Spray. Mhm.
Dann vielleicht ist ja das ein oder andere Schnapperchen für euch mit dabei. Ihr süßen Mäuse, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns gleich auf dem nächsten Kanal. Bis später. Tschüss. Tschüss.